Die erste Halbzeit war okay, aber wir können immer sagen, die ersten 30 Minuten waren gut. Ein Fußballspiel geht 90 Minuten lang und wenn du dann so einfach die Tore fängst, ich kann vielleicht in der ersten Halbzeit das 1-0 machen, das nehme ich dann auf meine Kappe, aber ansonsten ist es zu einfach, gegen uns Tore zu schießen. Wenn wir auf die erste Halbzeit gucken, es klingt oft so banal und am Ende ist es ja deutlich und die zweite Halbzeit war wieder nicht gut, aber fehlt der Mannschaft auch im entscheidenden Moment, ich nenne es mal Spielglück, beispielsweise ihre Chance, der fällt vorne nicht rein, dann fällt hinten der Ball Guendouzi vor die Füße? Ja, von Glück zu reden ist schwer, wenn du auswärts so klar verlierst. Aber ja, sicherlich haben wir da in ein paar Situationen auch Pech, aber wir müssen einfach, ja, ich weiß es nicht, weiß selber nicht genau, was wir machen müssen. Freue mich jetzt auf Seo, der, glaube ich, den Verein sehr, sehr gut kennt und uns hoffentlich weiterhelfen kann. Weil er der Mentalitätsspieler ist, der im Moment fehlt? Auch einer, der wirklich lautstark vorangeht, der auch in der Kabine vielleicht nochmal für positive Effekte sorgen kann? Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie er in der Kabine ist oder auf dem Platz. Aber ich glaube, sein Typ sagt das voraus. Und ja, wir müssen auf jeden Fall, beziehungsweise die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Wir brauchen unbedingt sofort Spieler, die uns sofort weiterhelfen können. Und mit Seo war das schon mal ein erster guter Schritt. Sie denken vor allem auch an die Offensive, Sturmspitze? Ja, Sturmspitze. Matthew Hoppe spielt momentan vorne drin, bislang nur in der zweiten gespielt. Und er macht's gut, er haut sich voll rein, aber ist halt schwer in der Bundesliga. Marc, wenn man Sie auch nach dem Spiel sieht, wie viele Nackenschläge kann man verdauen und wieder aufstehen? Ja, sehr viele. Wir haben jetzt ja schon sehr, sehr viele bekommen leider und wir machen weiter. Wir glauben dran und wieder eine Trainingswoche, in der wir hart arbeiten können, um dann nächste Woche zu gewinnen. Und jetzt sprechen natürlich auch alle über den neuen Coach. Wie ist er in der Kabine? Was versucht er der Mannschaft zu geben? Ja, es war jetzt schwer. Er hatte, glaube ich, 3 oder 4 Trainingseinheiten. Sein Konzept umzusetzen ist natürlich sehr, sehr schwer in so kurzer Zeit und es geht Schlag auf Schlag. Aber ich glaube, er versucht uns ein gutes Gefühl zu vermitteln, dass wir die Spiele gewinnen können. Und ja, wir müssen einfach weiterarbeiten und dann wird das schon. Viele fragen auch, wie viel Autorität braucht diese Mannschaft, damit man sie aufs Gleis bekommt? Eine Menge und deswegen wurde der Trainer geholt. Marc, Dankeschön. Gerne.